Hallo zur neuen Ausgabe Retro Snippets. Ja, heute geht es mal um den Game Boy Advance und zwar will ich den ein bisschen pimpen. Er bekommt ein neues Display und das sieht so aus. Es gibt ja diesen uralten Game Boy Advance, der eine total coole Form hat und sehr schön in der Hand liegt. Auch die Knöpfe lassen sich super bedienen. Einziger Nachteil, er hat ein doofes Display, das überhaupt keine Hintergrundbeleuchtung hat. Und man muss da immer gucken, wie man das Ganze hält und im Dunkeln geht es überhaupt nicht, also unter der Bettdecke ohne Kerze kann man da gar nichts mit anfangen. Nintendo hat ja später den SP rausgebracht und den auch in verschiedenen Formen. Der AGS-001 hatte dann also zum Beispiel einen Vordergrund, eine Vordergrundbeleuchtung und der AGS-101, da habe ich jetzt hier einen gerade von, der hat eine Hintergrundbeleuchtung, super gutes Display und ein genau solches will ich jetzt mal heute in diesen alten Gameboy einbauen und so wie ich das gesehen habe im Tutorial von Olixon, was er letztens im Forum gepostet hat, geht das auch ganz einfach. Die Sachen habe ich hier und jetzt gucke ich mal, ob das auch wirklich so einfach geht. So, hier haben wir jetzt also nochmal den ursprünglichen Game Boy ohne Mod, so wie er mal verkauft wurde. Wie man sieht, die Lampe in der Ecke ist die einzige Lichtquelle und alles spiegelt sich so ein bisschen und man muss schon ziemlich gucken, dass man einen richtigen Winkel erwischt. Schön ist das nicht und viel erkennen kann man eigentlich auch nicht. So, und dann mal im Gegensatz dazu den ziemlich guten Game Boy Advance AGS-101, eben der hintergrundbeleuchtete Bildschirm, der auch wesentlich besser war als der Vorgänger des SP mit dem vordergrundbeleuchteten Display. Na gut, und aus nostalgischen Gründen habe ich jetzt hier nochmal gerade so ein Warm Light, das lag hier gerade so rum. So hat man sich ja früher dann beholfen. Auch bei den Game Boys und Game Boy Pockets und so passten die ja so eine kleine Minilampe. Ja, mutet schon ein bisschen ulkig an eigentlich, dass man das so früher gemacht hat, aber gut. Viel gesehen hat man auch nicht. Man hat immer dieses Lampending da im Display spiegeln sehen. Aber gut, zur Not ging auch das. Und Oma ist immer mit dem Bollerwagen, naja. Was soll man sagen? So, bevor es jetzt losgeht, muss man natürlich erstmal was bestellen. Und dazu muss man einmal hier reingucken, da im Display, Batteriefach, da steht eine Nummer, eine 10 oder eine 0 bis 9. Und je nachdem muss man ein anderes Kabel bestellen. War da gerade eingeblendet. Ich hatte hier eine 10 stehen und deswegen brauchte ich das 32-Pin breite Adapterkabel. Und das ist jetzt hier meine Bestellung, da schön mit chinesischer Handschrift. Ja, ich habe mir noch ein neues Gehäuse dazu bestellt, weil mein altes ziemlich verpegt war. Und dabei waren dann auch zwei Display-Abdeckungen. Eine gehörte eben zum Gehäuse, das ist diese Plastikscheibe da. Und das hier ist eine richtige, echte Glasscheibe. Die habe ich mir dann auch nochmal gegönnt. Mal gucken, wie das dann aussieht hinterher. Ja, da sind dann auch neue Steuergeschichten dabei, also neue Pads fürs Digi-Kreuz und so. Ein Aufkleber für hinten, damit alles schön original aussieht und eben das Gehäuse selber. Natürlich Nachbau, aber sieht sehr gut aus, fasst sich sehr gut an. Das kann man also sehr schön benutzen. Und hier dann das Display. An diesem Display dran hängt ein Flachbandkabel und an diesem Flachbandkabel wiederum ein Stromkabel. Das ist alles schon fertig angelötet und zusammengesteckt. Das Display ist schwarz, genauso wie auch das bessere Display des SP, eben dieses Hintergrundbeleuchtete, ist auch schwarz. So kann man das übrigens bei eBay oder im Schaufenster immer ganz gut erkennen, ob es ein hintergrundbeleuchtetes Display ist. Wenn die schwarz sind und nicht so grau wie das unten bei dem Game Boy Advance, dann ist es ein gutes Display. Die Vordergrundbeleuchteten bei dem SP sind auch genauso grau. Sind ja auch nicht schlecht, aber eben das Hintergrundbeleuchtete ist besser. Und um die Kiste jetzt nun zu öffnen, braucht man einen Tri-Wing
Schraubendreher. Hier sieht man es, der hat drei solche Flügel. Und ja, den kriegt man ganz gut bei eBay für ein paar Euro in dem Shinobi Konsolenaufmach-Mod-Set. Ist auch so ein Dreher dabei, also das ist nicht besonders schwierig zu bekommen. Dann Modul raus, Batterien raus, alles ein bisschen auseinanderbauen. Ja, und dann kann es losgehen. Ja, also hier schraube ich dann jetzt die Triebwing-Schrauben raus. Das Ganze mal ein bisschen beschleunigt, weil das will ja keiner sehen. Und zu guter Letzt haben wir dann noch eine normale Schraube, eine Kreuzschlitzschraube. Die ist im Batteriefach da unten. Da muss man dann doch nochmal ganz kurz den Kreuzschlitzdreher rausholen. Und dann hat man es. Hier dann also mal den Deckel ab und freier Blick auf die Platine. Auch diese Platine ist dann wiederum mit zwei Schrauben bei mir am Rest des Gehäuses festgeschraubt. Das muss einmal gelöst werden. Und dann hier oben das Displaykabel, dieses Flachbandkabel da oben in dem Stecker, in der Buchse. Das muss dann auch gleich erstmal entfernt werden. Dazu schiebt man mit einem spitzen Gegenstand, Fingernagel oder Schraubendreher, diese beiden Halter hier nach oben und dann kann man das Flachbandkabel lösen. Dabei ein ganz klein bisschen vorsichtig sein, aber so ein bisschen was halten die schon auch aus. Alles kein Problem. Ein bisschen dran ziehen. Also nur zuerst die Platine lösen und abklappen, dann geht es vielleicht noch leichter, aber das geht schon. So, dann haben wir hier Schraube Nummer 1 und Schraube Nummer 2. Fertig, weg damit, schön sicher zur Seite gepackt, brauchen wir später. Und dieses Schaumstoffteilchen da, achso, jetzt entferne ich hier erstmal sämtliche Anhangsgebilde, wie zum Beispiel Digi-Kreuz, Buttons und Seitenabdeckung und so weiter. Das klötert einem sonst alles demnächst beim Modden entgegen, das will man alles nicht. Also das unter dem Schaumstoff da, das ist dann eben das alte Display. Das löst man jetzt auch wiederum mit einem Schraubendreher und etwas moderater Gewalt wird hier jetzt gehebelt. Das geht ganz gut. Das ist mit so einem Klebegummi an den Rändern einfach mit dem Gehäuse verklebt. Wenn man da jetzt so ein bisschen hebelt, dann merkt man, wie diese Klebung nachlässt, aufgibt. Einfach an verschiedenen Stellen immer mal so ein bisschen anlupfen und irgendwann geht es dann auch ganz schnell. Dann hat man das Display in der Hand. Dabei so ein bisschen auf das Klebegummi achten, das brauchen wir dann nämlich später für das neue Display, also das nicht kaputt machen. Wenn es einreißt, macht das nichts, das kann man dann ja trotzdem wieder draufkleben, aber eben nicht irgendwie zusammenknüllen oder so. So, das ist also das alte Display. Ja, kann man sich an die Wand hängen oder so. Ansonsten wüsste ich nicht, was man da noch großartig mit anstellen möchte. Und das lege ich mir jetzt also auch kurz zur Seite, denn ich werde jetzt gleich noch für ein bisschen Wirbel sorgen und das Gehäuse bearbeiten. Und da soll der ganze Kram nicht an dem Klebegummi festkleben. Nur mal zum Vergleich hier, also das neue Display, das schwarze links und das graue rechts. Das schwarze ist ein bisschen länger unten, das hat dann noch diesen Vorsprung und es ist plan an Stellen, wo das alte Rillen hat. Und diese Nuten im Gehäuse für die Rillen und auch unten diese eine Linie da, die muss weggedremelt werden. Das mache ich jetzt, damit das neue Display plan aufliegt und überhaupt reinpasst. Also angeschmissen. Und ein bisschen aufgepasst auf Daumen und Augen und so weiter. Den Daumen braucht man zum Zocken, die Augen auch. Also vielleicht eine Schutzbrille aufsetzen und eben nicht in den Daumen reinschleifen. Dann wird das alles gut. Dabei auch nicht zu hochtourig fahren, also nicht auf volle Pulle das Teil drehen. Denn ansonsten schmilzt so ein Kunststoff immer auch gerne und das gibt dann so komische Schmelzeboppel, die dann auch wieder festkleben. Ich habe das hier so auf mittlere Stufe gestellt und so bröselt das einfach ganz gut ab. Ja, irgendwelche Staubpartikel immer gleich entfernen.
Und hier bin ich jetzt also fertig, die Nuten rechts und unter dem Display direkt und dann nochmal darunter diese Abtrennung sind jetzt also hier verschliffen und geglättet und deswegen kann es jetzt auch weitergehen. Hier sieht man mal diese Rillen des alten Displays, wo die Nuten dann reingreifen. An dieser Stelle ist das neue Display halt plan. Deswegen liegt es dann unten und rechts auf und oben und links sind die Nuten nicht, deswegen wäre es dann so ein bisschen kippelig. Habe ich die weggeschliffen. Macht Sinn, glaube ich. Hier lege ich jetzt also das neue Klebeband rein, also das Klebeband rein. Putz nochmal das Display, damit es auch gut klebt und kein Staub drauf ist. Und dann kann man es vorsichtig reinlegen. Alles kein Hexenwerk, geht ganz schnell. Und sieht auch gut aus. Ja, passt. Okay, bevor man jetzt die Platine wieder einlegt, muss man dieses Flachbandkabel noch ein bisschen hin und her knicken und dann kleben. Und zwar einmal in die Richtung und dann wieder nach oben. Olli hatte da ja auch ein Tutorial geschrieben mit Fotos, da sieht man das auch ganz gut. Und auch der Kollege aus Hongkong, der dieses Display und auch das Adapter-Flachbandkabel verkauft. Übrigens zusammen kostet das so um die 30 Euro, Display und Kabel, plus Porto. Der hat also auch ein Tutorial geschrieben und Fotos gemacht. In diesem Tutorial, das mache ich jetzt hier nicht, gibt es übrigens auch noch einen zusätzlichen Schalter, in dem man dann hinterher die Helligkeit einmal regeln kann, also hell und dunkel. Darauf habe ich verzichtet, weil mir das Dunkle zu dunkel war. Ich habe also jetzt immer die helle Variante und außerdem wollte ich keinen Schalter jetzt noch an den Gameboy einbauen. Ja, dann noch die Knöpfe und das Digipad einstecken und das Flachbandkabel oben rein. Dann die beiden Schließer wieder zusammendrücken, dass es dann also auch feste drin steckt. Und dann haben wir noch da dieses rote Kabel, was da jetzt im Moment rausbaumelt. Das ist die Stromversorgung für das Display und das muss dann jetzt also auch noch verlötet werden. So, hier sichere ich jetzt nochmal dieses Flachbandkabel. Ein bisschen genervt hat mich, dass ich die Sicherungsschrauben für die Platine doch ziemlich festknallen musste, weil der Adapter zwischen Platine und Display etwas gestört hat. Und außerdem habe ich da noch so ein Quarz. Hier löte ich jetzt erstmal die Verbindung, die Stromverbindung an. Da ist so ein Transistor neben diesem Widerstand C35, den suchen und daneben der Transistor linker Pin. Ja, also ich musste das so ein bisschen quetschen. Ein Quarz auf der Platine, den Olli zum Beispiel gar nicht hatte. Der hat eine andere Platinenrevision. Das hat alles so ein ganz klein bisschen gestört. Ich musste das ziemlich fest anknallen. Aber es ging dann doch. Ich musste mich da nur etwas überwinden, das zu tun. Es passte dann alles rein. So, und jetzt kommt also noch die schwarze Glasscheibe drauf. Und ich muss sagen, ich stehe total auf diesen schwarzen Gameboy mit schwarzem Display und schwarzer Glasscheibe. Das sieht, finde ich, total stealthig aus. Dazu dann die hellen Knöpfe. Großartig. Allein deswegen sollte man diesen Mod schon machen. Und hier dann also mal ein erster Eindruck des Bildes. Hintergrund beleuchtet und leider, das muss ich allerdings auch zugeben, ein ganz klein bisschen flackerig. Es ist immer so eine kleine Unruhe in dem Bild. Und etwas farbärmer ist es auch als der AGS 101. Also mich stört es ein bisschen. Olli sagt, nö, ich weiß gar nicht, was du willst. Das ist alles gut. Eventuell, so mein Verdacht, gibt es auch da ja vielleicht Unterschiede in den Revisionen. Keine Ahnung. Ihr könnt ja mal erzählen. Es gab ja gerade eine große Sammelbestellung im Board. Also ich bin da sehr gespannt auf eure Meinung. Hier jedenfalls mal beide nebeneinander. Es ist ein bisschen farbärmer und es ist ein bisschen unruhiger, das Bild. Ansonsten aber durchaus zu empfehlen. Und auf alle Fälle besser natürlich als das unbeleuchtete Bild. Jetzt kann man also auch mal im Dunkeln was sehen. Theoretisch kann man auch tatsächlich einen Bildschirm
aus eben dem SP nehmen und den mit diesem Adapter-Flachbandkabel benutzen. Dann hat man sicherlich das absolut beste Bild. So aber ein wunderschön aufgepimpter Game Boy Advance in schwarzer Stealth-Optik mit hintergrundbeleuchtetem Bild. Wunderbar. So, dann bin ich also wie gesagt gespannt auf eure Erfahrungsberichte. Schreibt mal ins Forum oder auch hier in die YouTube-Kommentare. Und dann viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal und tschüss.